Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 14 Ultimate Team mit eurem Simon von den Gamer Brothers TV. Vorab, falls ihr günstige Ultimate Team Münzen kaufen wollt, schaut mal unten in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Link zu MMOGA, unserem ja, Sponsor und Unterstützer für günstige Ultimate Team Münzen, PSN-Cards und vielem mehr. Ja, heute in dieser Folge habe ich euch ja ein Team of the Season versprochen, einen silbernen Team of the Season, und das ist kein geringerer als Josep Drimmitsch, den ich mir gekauft habe. Hat richtig schöne Werte und hat in 3 Spielen satte 9 Tore gemacht. Ich würde sagen, da kann man mit zufrieden sein. Ja, mein Bundesliga-Silberteam hat auch ein paar Veränderungen jetzt, habe ich vorgenommen, in 4-1-2-1-2, weil ich Choupo-Moting so gut finde, dass ich ja nicht ihn durch Drimmitsch ersetzen möchte, sondern ihn auch noch dabei haben möchte. So spiele ich jetzt 4-1-2-1-2. Mit Clemens und Obasi jetzt auch noch neu auf den Außenbahnen. Basis gebe ich noch ganz schnell einen Chemiestil. Was kann man denn entgegen? Das riecht nach Dead Eye oder Sniper. Und ich habe gar nichts davon. Artist ist passen und dribbeln. Ja, nehme ich Maestro. Das ist auch in Ordnung. Und Panda hat auch nichts. Panda hat auch nichts, okay. Panda gebe ich dann. Was kann man denn nehmen? Irgendwie. Passend dribbeln. The Guardian. Er hat alle Werte eigentlich ganz gut. Ja, dann gebe ich ihm Backbone. Das ist ja ganz ordentlich. Der Rest steht soweit. Clemens ist jetzt auch nicht so schlecht. Und die Fitness stimmt auch noch. Die ist auch noch in Ordnung. Damit spiele ich jetzt einfach mal ein Online-Einzelspiel. Beißt da jetzt auf A10. Habe ich auch schon jetzt 3 Spiele lang auf A10 ausprobiert. Passt. Gefällt mir gut. Und das gibt dann einfach mal ein Online-Einzelspiel. Soll ja auch mal vorkommen. Finde ich nämlich gar nicht schlecht. In Liga 1 traue ich mich damit jetzt erstmal nicht zu spielen. So. Und wir haben auch schon direkt einen gefunden, der auch ein Silberteam hat, wie es aussieht. Aber er will nicht. Ja gut, dann nicht. Egal, suchen wir noch mal direkt neu. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier einen finden werden. Und diesmal nicht. Klasse. 72-72. Ja, guck mal, haben wir auch noch ausgeglichene Attack, Defense und Midfield Werte. Und jo. Mal gucken, hoffentlich finden wir jetzt einen. Sitzung wird erstellt, Netzwerkverbindung überprüft, suche Gegner. Komm schon. Ich möchte jetzt langsam mal spielen. Nicht, dass ich hier wieder 6 Jahre damit verbringe, einen Gegner zu suchen. Aber eigentlich ist auch in den Einzelspielen immer ein bisschen was los. Das ist gar nicht so das Problem, da jemanden zu finden. Und da haben wir einen. Mit auch einem Silberteam, wie es aussieht. Nehme ich mal die Ro... Oh, jetzt ist er wieder rausgegangen. Was ist das denn? Tach, Gott. Na gut, dann nochmal. Es ist FIFA. Es dauert immer ewig lange, hier mal ein Spiel zu finden. Mit dem schönen Silberteam und Team of the Season Drimmitsch, der mir richtig gut gefällt. Einen richtig guten Curve-Shot. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Er kostet jetzt, glaube ich, 80 oder 90k. Und hat einen verdammt perversen Curve-Shot. Also, Curve-Shot ist mit dem eigentlich immer drin. Hat eben, ich glaube, 81 Tempo und Kopfball und Schießen so um die 75. Also, ist für einen Silberspieler extremst gut. Und hat auch irgendwie 80 Stärke oder so, also es passt. Und ich finde, auf Teufel komm raus, kein Gegner. Das ist natürlich klasse. Ich will nichts finden. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben, ich soll Diekmeier nehmen. Ja, wollte ich auch eigentlich machen. Jetzt habe ich es wieder verpennt, weil Diekmeier hat natürlich geilere Werte als Uchida. Aber jetzt habe ich es wieder verpasst. Na gut, dann mache ich nächste Mal. Wenn ich nächste Mal mit dem Team eine Folge aufnehme, wird da der Diekmeier, denke ich mal, dann stehen. Jetzt aber, komm bitte. Ja, orange, jetzt grüne Latenz, bitte. Oh, dankeschön. Rote Trikots? Geht in Ordnung? Geht in Ordnung. Bitte geh nicht raus, bitte nicht. Oh, dankeschön. Dankeschön. Hat 4,5 Minuten gedauert, klasse. Ein eigenartiges Team. Ah ja, David Silva, ist das ein untradable Team oder was? Hat er untradable David Silva bekommen? Also muss ich hier einmal was auf meinem Handy schreiben. Ich höre im Hintergrund Musik. So. Hätten wir.
Verbindung sieht gut aus. Na, nicht wirklich. Ja, super. Leckt ein bisschen. Ein bisschen sehr. Hoffentlich legt sich das am Laufe der Partie. Beister. Choupo-Moting. Da läuft der Beister. Und Matic hat natürlich einen besseren Stärkewert, der auch einen geilen Team of the Season hat. Oh. Ja, wenn es leckt, passiert dann sowas. Verdammt. Der Choupo-Moting ist ein guter Spieler, wird aber wohl nächstes Jahr ein LM sein. Oh. Drimmitsch. Drimmitsch, ja, er geht rein und es leckt total, macht dann riesigen Fehler und Drimmitsch läuft. So. Jetzt muss ich noch kurz was schreiben. Moment, es ist Handy und Ultimate Team aufnehmen ist immer geil und es leckt halt total beschissen, ne? Es ist total angenehm gerade zu spielen. Oh, was eine Leckhacke. Panda. So, jetzt Drimmitsch mit Clemens. Ja, läuft direkt in den Gegner rein, geil. Er geht auf Pause, wehe, der geht raus, dann ist aber scheiße. Ja, super, er geht raus. Das ist ganz stark. Das ist super. Geil. Ja, 1-0 gewonnen. Super. Lässt mich ein Tor schießen und verpisst sich dann. Ja, dann mache ich noch ein Spiel. Brauchen die, glaube ich, nochmal Fitness. Oh, super. Das ist natürlich stark. Ey, krass. Da habe ich, glaube ich, auch noch so ein Bronzenes von. Das reicht. Ja, gibt plus 14. Das reicht völlig. Wir müssen jetzt alle wieder um die 9. Ja, alle haben 99. Stark. Ushida. Ach, geht eigentlich auch von den Werten, ne? Aber kaufe ich mir irgendwann demnächst mal Diekmeier. Und dann gibt's jetzt noch ein Online-Einzelspiel. In der Hoffnung, jetzt diesmal schneller einzufinden. Wenn nicht, werde ich auf jeden Fall cutten, weil sonst wird der Part wieder ewig lang. Und mit meinem Internet dauert es so schon extrem lang, so einen scheiß Part hochzuladen. Und, ja, ne? So. So. Er sucht und sucht. Und findet nichts. Sag mal, mache ich eben einen Cut und sag, wir sehen uns gleich, wenn ich einen Gegner habe, ne? Bis gleich. Ich habe einen Gegner! Leute, ich habe einen Gegner. Es hat 4 Minuten gedauert. Ich habe schon aufgegeben. Ein Team ohne Chemie. Geil. Ich wollte schon aufgeben. Ja, er baut sich gerade ein Team auf, okay? Eieiei. Hat ewig lange gedauert. So. Und die Connection sieht gut aus. Das ist doch mal was. Clemens. Ja, ein bisschen. Na, geht. Drimmitsch. Na, geht dann doch mit seinem Torwart hin. Dürfte ich eigentlich die besseren Karten haben, weil ich Chemie habe. Und nur Silberspieler ist dann besser als irgendwie 3 Goldspieler und der Rest Bronze. So, und Clemens, 86 Tempo. Ah, er kommt da fast noch hin. Schade. Oh, Malanda stark. In der Mitte steht Drimmitsch. Ist auch nicht so schlecht mit dem Kopfball. Nachschuss, ja. So, Obasi hat Forster Skills, hat er gut gemacht. So, Drimmitsch und Beister. Na, ja, war das Beister? Ich meine, ja, war Beister. 1-0. Da hat der Lupfer mit Drimmitsch leider nicht geklappt. Unserem schönen Team of the Season Spieler. Dann macht's eben Beister. Gut. Und jetzt Choupo-Mot. Ja, super. Der Schuss ist aber mal sichtlich vom Spann gerutscht. Oder über den Spann gerutscht. Naja. Und nein, geht er jetzt auch raus? Was? Was tun die denn? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ja, super, das ist... Ja, das ist...
Beides Mal nach unter 10 Minuten quitten die raus, weil ich 1-0 führe. Ja, das ist geil. Das ist sehr gut. Dann, was soll ich jetzt machen? Ich meine, wenn ich jetzt noch ein drittes Spiel anfange, dann wird der Part 40 Minuten lang. Aber wenn ich jetzt aufhöre, wird der 10 Minuten lang. Ja, komm, dann kaufe ich mir zumindest erstmal Diekmeier. Das kann ich auf jeden Fall mal machen. Oh, besten Dank. Der Drimmitsch. Das ist ein guter Spieler. Gebe ich nochmal einen Vertrag, aber der wird dann rausfliegen. Ach. So, damit ich hier die Ersatzbank schön voll habe. Und De Bruyne dann raus. Und auf euren Wunsch kommt dann jetzt der Diekmeier. So. Na, muss ich nur das K. Ups. Dennis Diekmeier. Ich weiß nicht, was er kosten soll. Ich glaube, so teuer ist er nicht. 2.000-3.000? Oh, doch, teurer. Ah, gute Werte. Ah, richtig gute Werte. Ja, komm, biete ich hier mit. Ich hab nicht gedacht, dass er so teuer ist. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Na, vielleicht kriege ich ihn ja für 5-1. Ja, wenn nicht, nehme ich den dafür 5-5. Na gut. Scheint's wohl echt nicht billig zu sein. Komm mit Guardian. Ja, ist auch nicht so geil. Shadow. Ich mach einfach mal den maximal so. Naja, super. Die EA-Server. Wie man sie kennt. So, Diekmeier und jetzt 5.500. Müsste ich ja eigentlich mal einen finden. Da war doch gerade einer für 5.500. Was ist denn das für ein Witz? Oder ist der jetzt auch weg? Das wäre auch geil. Ach, EA. Ist wieder der ganze Markt im Arsch. Jetzt sind auf der zweiten Seite nur 3. Dann ist der Markt wirklich im Arsch. Wenn auf der zweiten Seite nur 3 Leute sind, ist der im Arsch. Dann ist wieder... Ja, super. Ach, EA, was macht ihr denn? Die hatten das hinbekommen für 2 oder 3 Tage und dann kam das Team of the Season und jetzt spinnt der Markt wieder sowas von rum. Das ist auch geil. Einfach geil. Mit Gladiator für 5-6. Schussen und der Fair ist ja völlig, völlig unbrauchbar. Ah, okay, jetzt habe ich alle gefunden. Gut. Guardian für 5-8. Ja, komm, das sieht für 5.000 Sofortkauf. Hier gibt's einen für 5.000 Sofortkauf und da drüben sind 5-2 geboten. Ja, dann nehme ich den für 5.000 Sofortkauf. Das ist ja unsinnig gewesen. Ja, gut. So, zack. Kommt auch direkt in die aktive Mannschaft. Und ihr habt ihn gewollt. Da haben wir ihn, Dennis Diekmeier. Ihr wolltet den. Da haben wir ihn. Hat auch wirklich gute Werte. Danke ich meiner... Schönen Community für die Tipps, die ihr da gegeben habt. Und jetzt habe ich hier noch einen auf der Beobachtungsliste. Ach ja, der Diekmeier. Ja. Ist für 5-2 weggegangen. Das ist natürlich dann unnötig. Ja, backt alles. Ja, das ist Team of the Season. Komm, wir machen noch ein Team of the Season Pack auf. Warum auch nicht? Ich denke mal ein silbernes. Aber jetzt bin ich, glaube ich, gerade auf Goldsets gegangen. Aber es ist in der Markt, ist schon wieder am Arsch. Das ist... Ah, EA, was tut ihr denn? 4 Leute online. FIFA, Minecraft, Call of Duty. Stark. Gold, Silber. Guck mal, da habe ich noch welche von. Dann ziehe ich davon jetzt 2 Stück. Vielleicht ziehe ich ja was. Ich muss ja irgendwas machen, sonst wird der Part zu kurz. Und wer ist das? Ludena, der hatte mal einen Inform, das weiß ich. Und Müll.
Seltene Bronzekarte im Silberset. So, eins machen wir noch. Eins machen wir noch. Dann bin ich bei 130 Glott. Zack. Team of the Season. Bam. Es ist... irgendjemand. Huselclap. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, sieht jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus, aber okay. Ja, Rest kann eigentlich weg. War jetzt nicht erfolgreich, aber irgendwas muss ich ja machen. Sonst wird der Part zu kurz und das möchte ich nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, komm, komm, komm. Gönnen. Egal, eins mache ich noch. Eins mache ich noch, eins mache ich noch. Es ist Elmore. Hat gute Workrates, aber der Rest... der Rest ist gar nichts. Oh, was ist das? Luz, warum habe ich den denn? Hat auch nicht schlechte Werte. Hm. Kann ich sogar noch eins machen, ja? Dann ziehe ich so ungefähr bis 120k. Ja, komm, man gönnt sich ja nichts. Haben wir davon auch nochmal 4 aufgemacht. Ist ja auch völlig in Ordnung. Dos Santos, der ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Aber ich denke mal, zum Team of the Season wieder gar nichts. Und hier hinten ist auch nichts. Goldobjekte, stark. Ja, schade. Schade, ist am Ende nichts geworden. Boah, dauert das lange, Hilfe. Vertrag noch. Oh, komm. Zack, und weg damit. Ja, haben wir zumindest noch 4 von den Packs aufgemacht. Ist am Ende nichts Erfolgreiches dabei gewesen. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Und ja, der komische Diekmeier ist noch auf der Beobachtungsliste. Geht auch nicht weg. Und ja, Team of the Season Drimmage hat ein Tor gemacht. Ich habe insgesamt in den paar 20 Minuten gespielt. Richtig krass. Oder noch nicht mal 20 Minuten. Ja, geil, super Gegner gehabt, wollten mir unbedingt einen Sieg schenken, dann ist das so, kann ich nichts machen. Wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Haltet die Uhren steif, ciao Leute, danke fürs Zuschauen, mach's gut. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende gesehen hast. Uns gibt's natürlich auf vielen sozialen Plattformen, zum Beispiel auf Facebook. Uns könnt ihr natürlich auch weiterhin auf YouTube folgen unter unserem Kanal. Und uns gibt es natürlich auch auf Twitter unter TGBTV1. Wir bedanken uns recht herzlich, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, euer TGBTV-Team.